Name ist Kerstin und ich zeige euch heute mein Wohnmobil, in dem ich seit ein paar Wochen lebe. Wir sind im Prinzip ja, im Essbereich, also hier haben wir die Küche. Hier habe ich mein Essen und mein Geschirr untergebracht. Ein Spülbecken, Kühlschrank haben wir hier. Ich kann die Sitze hier vorne umdrehen, dass man hier sitzen kann, was im Moment aber ein bisschen schlecht ist, weil hier unten ich eine Box habe für meinen Hund, der jetzt heute nicht dabei ist, weil ich auf einem Seminar bin und es so warm ist, dass er leider hier im Auto nicht sein kann. Das heißt, er ist im Moment in der Hundepension untergebracht, was er auch kennt und wo er sich ja sehr, sehr wohl fühlt. Ja, hier haben wir das Badezimmer. Mit Toilette und theoretisch kann man auch drin duschen. Theoretisch kann man auch drin duschen, aber du duschst da drin nicht. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, genau. Also bis im Moment gehe ich ganz gern schwimmen und dusche dann in den Freibädern und macht mir auch richtig Spaß. Also, das ist eigentlich 20 Jahre jetzt nicht gemacht, um in ein Freibad gegangen und so und habe da jetzt richtig Spaß dran gefunden. Also das erste Mal, dass ich es überhaupt gehört habe, dass Menschen in einem Van leben, das war so vor... ja, so 5-6 Jahren, da habe ich bei meiner Hundetrainerausbildung eine kennengelernt, die in ihrem Wohnmobil lebt und das war für mich so ein bisschen unglaublich und ich fand es aber ganz cool, dass sie macht. Das war das erste Mal, dass ich das überhaupt mal gehört habe. Ein paar Jahre später ist ein Bekannter von mir auch, hat sich auch ein Wohnmobil gekauft und ist dann als Fotograf durch Deutschland getourt, irgendwann mal in Portugal hängen geblieben. Und das hat sich so ein bisschen in meinem Kopf festgesetzt und fand es irgendwie ganz cool. Und jetzt einfach dadurch, dass sich meine Lebensumstände geändert hatten, habe ich das wieder aufgegriffen. Also was für mich schwer vorstellbar war, mir eine Wohnung zu suchen mit meinen zwei Hunden. Ich gedacht habe, das wird schwierig. Und dann dachte ich, ach guck mal, da war doch mal was. Und dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich das jetzt, probiere ich das mal aus. Das ist auch cool, also das ist einfach die Tür aufzumachen und draußen zu sein. Dann auch sofort loslaufen zu können mit meinem Hund. Also es kostet mich viel weniger Überwindung, rauszugehen. Dass es mich sonst Überwindung gekostet hat, aber es ist einfach nur ein kleiner Schritt und man ist draußen. Also ich bin viel, viel mehr... draußen als vorher. Ja. Also habe auch eine ganz andere Farbe, bin brauner geworden, klar. Hier ist ein Teil meiner Kleidung, die Sachen, die hängen. Ja, ein bisschen reduzieren durfte ich mich da. Und hier oben habe ich die andere Kleidung über meinem Bett. Ist dir das schwer gefallen als Frau? Also mir ist es schwer gefallen, Dinge wegzuschmeißen und ich habe dann kurz vorher auf Facebook so einer Obdachlosenorganisation, hatte ich so einen kleinen Film gesehen, die speziell für Obdachlose mit Hund und so weiter sich da ein bisschen um die kümmern. Und dann hatte ich die angeschrieben und dann haben die gesagt, ja, wir brauchen alles, Klamotten, auch Dekozeug und so weiter. Und im Moment, wo irgendwie klar war, dass ich das nicht wegschmeiße, sondern dass das nochmal jemand bekommt, war es relativ einfach. Und mein Schrank war auch, also viele Dinge, die ich eigentlich gar nicht angezogen habe. Und das war dann relativ schnell. Und ich hatte auch echt Freude. Und dann, ach, das kann bestimmt noch jemand gut brauchen. Das hat mir Spaß gemacht dann. Ja. Und da hinten ist dein Schlafzimmer. Genau. Also sehr gemütlich, finde ich. Ich mag das eigentlich, das so ein bisschen das Eingeschlossene. Ja, auch von der Liegefläche, glaube ich, 1,40 breit, 2 Meter in der Länge. Soweit erstmal alles gut. Ich habe mit meinem Mann zusammengelebt. Wir haben uns ein Haus vor 2 Jahren zusammen gekauft, haben es saniert. Und ja, Ende letzten Jahres hat er sich von mir getrennt. Also wir haben zusammen dann im Haus gelebt mit unseren zwei Hunden. Ich hatte einen Job, nicht mehr als Vollzeit, sondern Teilzeit. Inzwischen war ich auf 70%. War Produktmanagerin bei einer Softwarefirma. Ich habe immer ein sehr, sehr angepasstes Leben geführt, also ein Leben, von dem ich dachte, was von mir erwartet wird und habe mich auch gar nie gefragt, was ich eigentlich möchte. Also nicht mal bei der Berufswahl, sondern bin da auf der sicheren Schiene geblieben, habe BWL, also erstmal eine Banklehre, mit der kann man nichts falsch machen. BWL, wenn man, ja, kann man auch nichts falsch machen. Habe mich
eigentlich unglaublich ist, immer so in die IT-Richtung gerutscht, wobei ich IT eigentlich total schrecklich finde. Aber habe das gemacht und habe das mit Sicherheit auch nicht schlecht gemacht oder gut gemacht, ja. Habe aber ja, mich selbst eigentlich nie gefragt, was für mich wichtig ist, was ich eigentlich möchte. Und ich glaube, das allererste Mal, als ich, also vielleicht auch für das Ganze so in Bewegung gesetzt wurde, ist, ich wollte immer schon einen Hund haben. Und irgendwann habe ich diesen Hund bekommen und das war auch damals unvernünftig, ich habe Vollzeit gearbeitet und so weiter. Aber das war der erste Schritt, wo ich einmal gesagt habe, so, das ist was ich möchte und was mir wichtig ist. Ja, und da hat sich dann sehr, sehr viel danach auch ein bisschen in Bewegung gesetzt. Ja, und ich finde es einfach wichtig, oder vielleicht will ich das auch weitergeben, dass man sehr, sehr viele Dinge ändern kann. Also man ist gar nicht so gefangen, es gibt so viele Optionen und oft ist das eigene Gehirn, spielt einem da was vor, dass man sagt, man hat gar keine andere Möglichkeit, was anderes zu tun. Und das ist nicht so. Wenn man mal sich ein bisschen zurücklehnt, sich gönnt, kreativ zu sein, dann sieht man plötzlich ganz viele Optionen. Also so war das jetzt bei mir einfach, ja. Dass ich am Anfang auch jetzt da Ende letzten Jahres gedacht habe, boah, Boden unter den Füßen weg, alles ganz schrecklich. War es auch. Und irgendwann dachte ich, nee, jetzt hast du ja alle Möglichkeiten und jetzt kannst du doch nochmal richtig gestalten. Wo kriegst du den Strom her? Ich habe eine Solaranlage oben auf dem Dach. Ja. Das ist ganz gut, weil ich gemerkt habe, also auch da muss ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen, weil wenn ich in Solaranlage, kann ich keine normalen 220 Volt Anschlüsse, also ich brauche für meinen Laptop dann trotzdem 12 Volt Kabelteil. Also ich habe von mir früher gedacht, ich bin eine sehr emanzipierte Frau, ne? Habe eine Ausbildung, habe einen Job, habe immer mein eigenes Geld verdient. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass ich ganz viele Dinge nie selbst gemacht habe. Also alles, was technisch war, was handwerklich war, habe ich gerne abgegeben an meinen Partner. Früher hatte ich drei Brüder, also ich habe mich mit sowas nie auseinandersetzen müssen. Und jetzt ist es anders, ja. Und das ist eine Herausforderung für mich tatsächlich, also dass ich Gebrauchsanweisungen lesen darf und so weiter. Ja, Fragen stellen, wie geht oder auch verstehen möchte jetzt inzwischen und das finde ich eigentlich ganz cool, aber es ist echt auch eine Anstrengung für mich, ja, weil es einfach so ein Bereich ist, mit dem ich mich gerne auch nicht auseinandergesetzt habe. Die sind übrig geblieben, die Daten geleitet. Konnte ich nicht klar lassen. Das ist mein Affi. Den habe ich schon seit ich 12 bin. Also ich habe eine Immobilie, die ich vermiete und von dem Geld lebe ich erstmal. Ja, also das heißt, die Grundbedürfnisse sind auf jeden Fall gesichert. Ich habe eine Krankenversicherung, ich verhungere nicht und ja, muss ein bisschen gucken, wie viel Sprit ich brauche, wie viel ich umherziehen kann oder was ich mir eben sonst leisten kann. Kann ich auch im Moment noch gar nicht einschätzen, wie viel ich da brauche. Ja. Was denn hier passiert? Ja, da habe ich meine ersten, oder nicht die ersten Erfahrungen, aber eine Erfahrung mit dem Einparken gemacht. Ja, gelehrt hat es mir, dass ich mich aufpasse, dass ich mich auf eine Sache konzentriere. Ein Bekannter hat zu mir gesagt, ich soll nicht rückwärts einparken und während wir darüber diskutiert haben, bin ich schon rückwärts gefahren und habe dann Strommasten touchiert und das ist leider ja, das Ergebnis davon. Also ich habe einen sehr, sehr schweren Autounfall gehabt 2003. Ja? Also frontal, also beide Beine gebrochen. Also ich war, glaube 5 Wochen im Krankenhaus oder 7 Wochen im Krankenhaus, 5 Wochen in der Reha. Ich habe, glaube ich, nach 9 Monaten habe ich wieder Eingliederung gehabt und nach 1,5 Jahren habe ich wieder voll gearbeitet. Trotzdem war das eine der schönsten Zeiten für mich. Habe ich ja vorher schon gesagt, ich stehe auf Erfolgserlebnisse, weil ich habe jeden Tag konnte ich etwas, was ich am Tag vorher nicht konnte. Ja? Und mein Bruder hat mich jeden Tag angerufen morgens und
mich gefragt, wie es geht. Und ich habe dann berichtet, dass ich jetzt mein Bein, also keine Ahnung, 5 Grad mehr anwinkeln kann als am Tag davor. Und ja, ich habe das also einfach als was Positives erlebt, nicht was quasi alles kaputt war, da meinen Fokus darauf gehabt, sondern den Fokus darauf, was eben jeden Tag mehr geht. Und deswegen war das eine wunderschöne Zeit für mich. Ja. Und ich glaube, dass es eine Frage der Haltung ist oder wie man eben Dinge sieht oder bewertet. Aber es ist nicht das, was einem passiert, sondern es ist das, wie ich sehen möchte. Und da hat jeder Einfluss drauf. Ich würde gerne Menschen inspirieren, ihr Leben zu ändern oder wenn sie das wollen, ja, will ja nicht jeder, aber wenn so eine kleine Flamme brennt, dass man die da ein bisschen Holz dazugeben kann und dass da eben viel möglich ist.